In dieser Sendung geht es um ungelöste Rätsel. Wann immer möglich nahmen echte Familienmitglieder und Polizeibeamte daran teil, die Vorfälle nachzustellen. Was Sie gleich sehen, ist keine Nachrichtensendung. Heute bei Unsolved Mysteries. Die Geschichte einer einsamen Hausfrau aus Maine, die in den Kleinanzeigen ihrer Zeitung nach Liebe suchte. Vor 2 Jahren ging sie auf ein Blind Date und verschwand. Auf der Queen Mary berichten Dutzende Augenzeugen davon, Geister gesehen oder gehört zu haben. Letzten Monat haben Parapsychologen Phantomgeräusche aufgenommen, von denen manche glauben, sie stammen von einem Schiffsunglück vor über 40 Jahren. Wir untersuchen auch den Fall eines Mannes, der des Mordes an 2 weiblichen Teenagern angeklagt ist. Joe Shepard ist auf der Flucht. Vielleicht können Sie uns helfen, ihn zu verhaften. Die heutigen Fälle handeln von Menschen, die in einen Strudel von herzzerreißenden, rätselhaften Machenschaften gezogen wurden. Jeder einzelne von ihnen sucht nach dem entscheidenden Hinweis, der hilft, eine Geschichte zu beenden. Begleiten Sie mich. Eventuell können Sie dabei helfen, eines der Rätsel zu lösen. Dies ist die Queen Mary an ihrem Liegeplatz in Long Beach, Kalifornien. Auf ihren Decks und Korridoren haben Menschen Dinge gesehen oder gehört, die sie nicht erklären können. Ich war 14 Jahre hier, bevor ich die erste Begegnung mit etwas hatte, bei dem ich dachte, ich hätte einen Geist gesehen. Es war ein Dezembermorgen. Ich befand mich im Arbeitsbereich. Aus irgendeinem Grund nahm ich mir einen Kaffee und ging zu einem Tisch, an dem eine Frau saß. Ich war fasziniert von ihrem Kleid. Eine Art Nachmittagscocktailkleid aus den 40er Jahren. Sie hatte dunkles Haar, an den Seiten gewellt, kein Make-up. Sie erschien mir sehr blass und ich nahm keinerlei Bewegung wahr. Ich verließ den Tisch und ging wenige Meter weiter. Dann drehte ich mich nochmal zu ihr um, aber sie war weg. Ich bin wahrscheinlich die Letzte, der so etwas passieren würde, weil ich eine große Skeptikerin bin. Eines Tages stand ich an der Treppe zum Pool und aus dem Augenwinkel sah ich diese Frau. So um die 60 bis 70 Jahre alt, in schwarz-weiß. Also bin ich die Treppen runter, um die Säule herum. Doch sie war spurlos verschwunden. Es waren nur wenige Sekunden. Sie hätte nirgendwo hingehen können. Sam, Carol und Nancy behaupten weitere Zeugen, sie hätten Geister am Pool der ersten Klasse gesehen oder gehört. Wie können wir solche Beobachtungen erklären, die von ausgeglichenen und besonnenen Personen stammen? Könnte es das Ergebnis der Kraft der Suggestion sein, stimuliert durch einen unheimlichen Ort? Einige Parapsychologen sagen, alle Orte werden von Geistern heimgesucht. Das heißt, sie enthalten Erinnerungen von Geschehnissen, die bei Menschen mit hoher psychischer Sensibilität für Geistererscheinungen sorgen. Was auch immer die Erklärung ist, die Queen Mary scheint von etwas Ätherischem bewohnt zu sein, was zwar gesehen und gehört wird, aber nicht erklärt werden kann. Die Queen Mary ging am 7. Mai 1936 auf Jungfernfahrt und transportierte die Adligen und Eliten auf beiden Seiten des Atlantiks. Während dieser 5-tägigen Reise war die Queen Mary eine einzige schwimmende Party, ein lebendiges Symbol von Luxusreisen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Queen Mary zu einem Truppenversorger. Wegen ihres grauen Tarnanstrichs bekam sie ironischerweise den Spitznamen der Graue Geist.
Nach dem Krieg erstrahlte sie wieder in neuem Glanz und passierte den Atlantik insgesamt 1001 Mal. In den über 30 Dienstjahren war sie stummer Zeuge von 4 Geburten und über 49 registrierten Todesfällen. Nach ihrer Ankunft 1967 in Long Beach war Schiffsingenieur John Smith einer der ersten Angestellten an Bord. Ein Teil meiner Aufgaben war die Bestandsaufnahme und Überprüfung des Schiffs. Also erkundete ich es abends nach der normalen Arbeit regelmäßig. Sein Job brachte ihn in die entlegensten Winkel des Schiffes und einige Male hörte er über 2 Monate lang Geräusche, wo eigentlich nur Stille hätte sein dürfen. Er hörte die Geräusche von zerreißendem Metall und eindringendem Wasser und dann von Menschen, die schrien. Es hörte sich nach einem Riss im Rumpf an. Es war beängstigend. Ich ging an den äußersten Rand des Rumpfes. Das Geräusch war da, aber da war kein Wasser und nichts, was es hätte verursachen können. Ich glaube nicht an übernatürliche Dinge, aber in all meinen Jahren als Schiffsingenieur habe ich so etwas noch nie gesehen. Jahre später las Smith über eine Kriegstragödie, die versehentliche Kollision der Queen Mary mit dem britischen Kreuzer namens Curaçao. Über 300 Mann wurden getötet. Der Bug der Queen Mary riss die Curaçao in 2 Hälften. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, war ich so erschüttert und überwältigt. Der Bereich, wo ich den mysteriösen Wassereinbruch vernahm, war genau der Bereich, der zerstört wurde, als das Schiff die Curaçao traf. Ich sagte, so hätte es sich angehört und angefühlt, wenn ich zu der Zeit in dem Abschnitt gewesen wäre. Aber ich wusste, das konnte nicht sein. Das war 30 Jahre zuvor. Das konnte gar nicht sein. Über die Jahre sind Dutzende solcher Beobachtungen angezeigt worden. Spät in einer Nacht am Pool haben Instandhaltungsleiterin Katja Love und ein Mitarbeiter rätselhafte Geräusche gehört. Wir kamen zum Pool und ich hörte ein Kichern. Das Geräusch von einem kleinen Mädchen oder Kind, das in der Gegend spielte. Und zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich das Plätschern. Das Plätschern hörte auf, das Kichern ging weiter. Und wir beobachteten die Fußabdrücke eines kleinen Kindes, das sich zur Umkleide bewegte. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, warum ich es gesehen habe. Aber ich weiß, dass es da war. Einige unerklärliche Vorkommnisse geschahen in der Wellengasse, tief unten im Schiff, in der Nähe des Maschinenraumes. Hier wurde 1966 während einer Feueralarmübung ein Mann namens John Pedler von einem Flutnotschutztor zu Tode zermalmt. Manche glauben, dass Pedler immer noch in der Wellengasse spukt. Und wo ist das passiert? Hier irgendwo. Besucher sowie Angestellte berichten vom Spuk in der Wellengasse. Ja, er hatte einen blauen Anzug und einen Bart. Da waren 2 verschiedene Touristengruppen. Ein zweites Erlebnis hatte ich in der Wellengasse. Es war kurz vor 18 Uhr. Ich übernahm die Aufsicht. Was bedeutete, sicherzustellen, dass sich niemand verspätet und zurückbleibt. Und ich weiß nicht, warum ich mich umdrehte, aber genau hinter mir auf der Stufe stand ein Mann. Er trug einen blauen, dreckigen Overall. Als ich zur Seite schritt, um ihn durchzulassen, war er nicht mehr da. Ich glaube nicht wirklich an die Geistergeschichten, die andere so erzählen. Ich weiß nur, was ich sah. Und ich glaube auch nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Letzten Monat hat Unsolved Mysteries einige Experten, die sich seit Jahrzehnten mit Spuk beschäftigen, an Bord der Queen Mary gebracht. Mit hochwertigen Aufnahmegeräten ausgestattet, wollten sie versuchen, die Augenzeugenberichte zu verifizieren.
Ich ging um die Ecke und nahm irgendetwas wahr. Er kam hier rein und ging direkt wieder raus. Der Däne William Rawl ist ein führender Forscher für Poltergeister. Ich werde oft gefragt, glaube ich an Geister? Ich erwarte nach Beendigung dieser Untersuchung die Frage, sind hier Geister auf diesem Schiff? Und das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Tony Cornell untersucht seit 25 Jahren paranormale Aktivitäten. Ich bin Skeptiker. Aber zur gleichen Zeit muss ich auch den Fakt erlauben, dass andere Menschen, die sehr gesund und sensibel sind, Dinge gesehen und erfahren haben. Dieser scheinbare Stoff ist, denke ich, das Interessanteste daran. Die Ereignisse am Pool und in der Wellengasse sehen nach sich häufig wiederholenden Fällen aus, an denen etwas Wahres dran sein muss. Cornell hat seine Ausrüstung aufgestellt. William Rawl führte das Expertenteam an Bord an. Alle sechs von ihnen wussten nichts über die Geschichte des Schiffes oder über die gespenstischen Begebenheiten. Mit Karten und ihren mentalen Fähigkeiten bewaffnet, machten sie sich auf in unterschiedliche Richtungen, jeder allein. Nach dieser Suche trafen sich die Medien, um ihre Notizen zu vergleichen. Obwohl einige nichts zu berichten hatten, haben andere sehr wohl große Aktivitäten verspürt, die mit Augenzeugenberichten übereinstimmen. Im Bug des Schiffes, hattest du etwas bemerkt von einer Kollision oder Ähnlichem? Ja, ich habe eine Kollision gefühlt. Ich habe es gespürt, den Eindruck einer Kollision. Haben Sie von der Geschichte der Queen Mary gehört? Nein. Sind Sie sicher? Bin ich nicht. Aber ich habe definitiv die Bewegung des Schiffes gespürt und ich fühlte einen ruckartigen Treffer und die Empfindungen im Körper. Und ich hörte Fußschritte. Also, gehen wir zum nächsten. In der Wellengasse spürte ein Medium eine 20 Jahre alte Tragödie. Janice, wie beschreibst du deine Erfahrung in dem Bereich? Ich fühlte es, ich konnte es nicht wirklich hören, aber manchmal verspürte ich ein rhythmisches Klopfen. Als ob jemand mit einem Schraubenschlüssel oder einem großen Eisenstück klopfte. Was? Ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel? Ein Schraubenschlüssel, das war es. Kein Hammer? Nein, es war eher ein Schraubenschlüssel. Jemand war offenbar gefangen. Fakt ist, dass einige Medien es schaffen, solche Dinge zu erspüren und man nicht wirklich versteht, wie sie das schaffen. Aber was auch klar ist, es gibt sowas wie ein Feedback. Ich habe genug Medien getroffen, die von dem, was sie dir sagen, in der Zeitung gelesen haben. Einer der Ermittler hat etwas gefunden. Als William Rawl sich in der Gegend des Bugs befand, hörte er ungewöhnliche Geräusche, die er nicht erklären konnte. Da war dieses Geräusch von zwei Männern, die sich unterhielten. Der vom Sicherheitsdienst, der mich dahin gebracht hat, und ich, wir haben es beide gehört. Und es schien, als ob es von den tieferen Decks des Buges kam. Kannst du versuchen, irgendwelche Geräusche aufzunehmen? Nach 30-jährigen Untersuchungen war es das erste Mal, dass Rawl ein unerklärliches Geräusch hörte, von dem zuvor ein Zeuge berichtet hatte. In diesem Fall geht er davon aus, dass es echt war. Rawl platzierte ein sprachaktiviertes Tonbandgerät in der Nähe des Bugs, dort, wo die Stimmen gehört wurden. Fast die ganze Nacht hat es nichts aufgenommen. Am frühen Morgen nahm das Tonbandgerät für zwei volle Minuten Geräusche auf, die nicht hätten da sein sollen. Dies ist ein Zusammenschnitt der eigentlichen Aufnahme. Zuvor wurde der Bug abgesperrt. Die Ermittler versuchten, die Geräusche mechanisch zu reproduzieren. Sie hatten keinen Erfolg. Was wir daraus schließen können, es gibt eine physische Quelle für die Geräusche. Ist die übersinnlich oder gibt es eine andere Art von Quelle? Das ist immer noch ungewiss. Menschen machen diese Art Erfahrungen seit Beginn der Geschichtsschreibung. Es ist eine menschliche Erfahrung. Die wird es auch immer geben und jemand wird es auch untersuchen.
Das ist ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Was könnte diese Erscheinungen erklären? Überaktive Vorstellungskraft? Ein Wunsch nach Aufmerksamkeit? Oder gar etwas Immaterielles? Etwas Übernatürliches? Spukt es auf der Queen Mary? Wir können nicht Ja sagen, aber wir können auch nicht Nein sagen. Der 27. Februar 1978, Tellico Plains, Tennessee. In einem geparkten Auto kämpfte die 16-jährige Roxanne Woodson gegen einen Mann namens Joe Shepard. Zwei Freunde beobachteten es vom Rücksitz aus. Roxanne entkam und verschwand in der Nacht. Joe jagte hinter ihr her. Roxanne kam nie zurück. Als Roxanne nicht zu Hause erschien, begann ihre Familie, sich Sorgen zu machen. Man knetet sich die Hände. Es gibt kein Ventil. Es gibt keine Linderung, weil man sie nicht mehr da hat. Sie ist verschwunden und du weißt nicht, was mit ihr geschehen ist. Sie ist irgendwo und du kannst sie nicht erreichen. Du kannst ihr nicht helfen. Nach 10 Jahren verfolgt der Fall von Roxanne Woodson immer noch ihre Familie und alle, die in Tellico Plains leben. Über Wochen gab es keine Spur von Roxanne. Und während ihrer Nachforschung war die Polizei davon überzeugt, dass der Letzte, der sie gesehen hatte, Joe Shepard, ein psychopathischer Killer war. In der Nacht, nachdem Roxanne Woodson als vermisst gemeldet worden ist, kam die Polizei zum Haus, in dem Joe Shepard mit seinen Eltern lebte, um ihn zur Befragung abzuholen. Ich habe keine Schuhe an. Die Polizisten warteten, als Joe in sein Schlafzimmer ging, um seine Stiefel anzuziehen. Nun, worüber möchte er mit ihm sprechen? Joe hat schon so oft mit ihm gesprochen. Joe griff nach seinem Gewehr. Die Polizisten gaben 2 Warnschüsse ab. Nach einem kurzen Kampf hatten sie ihn entwaffnet. Dann wurde er zum Verhör gebracht. Wann haben Sie Roxanne Woodson zuletzt gesehen? Nach Joes ursprünglicher Geschichte hatte er versucht, Roxanne zu verführen und sie wurde wütend auf ihn und seine hartnäckigen Versuche. Sie ist aus dem Auto gesprungen und in den Wald gelaufen und er wäre ihr hinterhergelaufen. Als er endlich zurück war, erzählte er den anderen beiden Jungs, er wollte sie zurückholen, aber wisse nicht, wohin sie verschwunden ist. Joe Shepard wurde angeklagt, einen Polizisten angegriffen zu haben und wurde auf Kaution freigelassen. Einige Tage nach ihrem Verschwinden wurden die Wälder von über 60 Menschen durchkämmt, die nach Roxanne suchten. Joe hat freiwillig mitgemacht. Die Polizei benutzte Hunde, die Roxannes Spur in den Wald verfolgten. Sie haben sie nur kurz verfolgt, bis die Spur endete. Die Suche nach Roxanne blieb ergebnislos und die Familie des Mädchens überkam die Panik. Wir fielen auf unsere Knie und riefen, oh Gott, nein, nicht sie. Sie liebt ihren Vater so sehr. Wir wussten, dass sie nicht davongelaufen wäre. Nach ein paar frustrierten Tagen wurde die Suche abgebrochen. Roxanne Woodson war verschwunden. Bis zum 8. April 1978. Roxannes Leiche wurde gefunden, nachdem Joes Mutter aus dem Küchenfenster beobachtet hatte, wie die Hunde an einer bestimmten Stelle gruben. Sie war beunruhigt, ging raus und entdeckte dort 2 Hände, die aus dem Boden ragten. Sie benachrichtigte die Behörden, die zum Haus der Shepherds kamen, um die Leiche von Roxanne Woodson aus dem Garten von Joe Shepherds Eltern zu entfernen. Roxanne war in einem flachen Grab beerdigt. Ein paar Kleidungsstücke fehlten und ihre Hose war um ihren Kopf gewickelt. Der Sheriff leitete sofort eine Fahndung ein. Es gab einen Verdächtigen. Das war Joe Shepherd. Wir gingen zum Haus seiner Ex-Schwiegermutter, um die Suche zu starten.
Sie sagten uns, er wäre nicht dort. Wir gingen hinein und fanden ihn unter der Decke am Rande des Betts. Da versteckte er sich. Joe, schau mich an. Wir haben Roxanne gefunden, Joe. Wir haben sie gefunden, Joe. Sieh her, Joe. Wir fanden sie in deinem Vorgarten vergraben. Während seines zweiten Verhörs veränderte sich seine Geschichte. Komm schon, Joe, erzähl uns einfach, was wirklich geschehen ist. Joe begann, die Lücken aus seiner ersten Erklärung zu füllen und gab an, dass sie, als sie aus dem Auto in den Wald rannte, stürzte und sich den Kopf aufschlug. Sie hat sich den Kopf aufgeschlagen. Als ich ankam, versuchte ich, sie wiederzubeleben. Ich dachte, sie wäre nur bewusstlos oder so. Er erzählte den Ermittlern, er hätte Panik bekommen und ging zurück zu seinem Auto und seinen Freunden. Dann sind sie weggefahren. Joe sagte, er wäre später in der Nacht wiedergekommen. Ohne zu wissen, ob Roxanne noch lebte, trug er sie zurück zu seinem Auto. Er brachte sie ins Auto und fuhr los. Ich habe ihr nichts getan. Ich habe mir nur gedacht, etwas könnte ihr da draußen geschehen, ein Tier oder so. Also wollte ich sie begraben, das wollte ich tun. Also habe ich es gemacht. Ich brachte sie zurück zum Haus und habe sie vergraben. Joe Shepard zufolge hatte er durch seinen vorherigen Kontakt mit dem Gesetz Angst bekommen, die Gesetzeshüter zu rufen. Also entschloss er sich, sie zu vergraben. Und er fand dafür keinen anderen Ort als sein Zuhause in Tellico Plains. Er hat nie wirklich zugegeben, verantwortlich für ihren Tod zu sein. Er gab zu, bei ihr gewesen zu sein, als sie durch eine Kopfverletzung starb, die sie sich zuzog, als sie hingefallen war. Im Rahmen ihrer Ermittlungen... Joe wurde einem Richter vorgeführt. Dieser empfahl, Joe offiziell des Mordes anzuklagen. Die Kaution beträgt $150,000. Als sich die Geschichte von Roxanne Woodson dem Ende näherte, wurde ein weiterer Mordfall wieder eröffnet. Nachdem Joe des Mordes angeklagt wurde, wurden die Ermittler, die ihn verhört hatten, zu guten Freunden. Noch dazu fing Joe an, ihnen zu vertrauen. Und er wollte ihnen helfen. Detective Graves bekam einen anonymen Anruf, der Joe mit einem anderen Fall in Verbindung brachte, dem von Kathy Clowers, einer 14-Jährigen aus der Umgebung, die 2 Jahre zuvor verschwunden war. Ich kann sie hinführen zu dem Ort, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Du musst uns zeigen, wo sie jetzt ist. Kannst du das? Ja, ich kann es euch zeigen. Joe erzählte ihnen, dass er Kathy Clowers nicht nur kannte, sondern auch wusste, wo sie begraben war. Er bot sich an, sie dorthin zu führen. Eine halbe Meile von hier. Wir gingen in den Wald. Wohl ein paar hundert Meter von der Straße entfernt, hatte Joe für uns einen Ort zum Graben ausgesucht. Hier ist es. Wir hatten eine Spitzhacke und eine Schaufel mitgebracht und fingen an, den Boden aufzugraben. Wir gruben eine Zeit und entdeckten keine Leiche. Ich nahm die Spitzhacke, um den Mann, der am Graben war, zu entlasten. Beim zweiten Versuch hing plötzlich ein Stück roter Stoff an der Spitze. Ich werde nie vergessen, wie Joe Shepard neben dem Loch hockte, das wir gegraben haben. Er blickte mit diesem kalten Lächeln hoch und sagte, sehen Sie, habe ich doch gesagt. Er war stolz darauf, uns eine Leiche zu präsentieren und zeigte dabei keine weiteren Emotionen. Obwohl die Leiche schon stark verwest war, konnte Dr. William Bess, ein angesehener Forensiker, sie als Kathy Clowers identifizieren. Sieht sehr jung aus, eventuell ein Teenager. Kathy Clowers hatte einen gesplitterten Zahn und dies stimmte mit den Zähnen der Leiche überein. Dr. Bass, können Sie etwas zur Todesursache sagen? An Ihrem Skelett gab es keine Beweise für die Todesursache. Es gab keine Schusswunden, keine Stichverletzungen, keine gebrochenen Knochen. Was auch immer den Tod verursachte, hinterließ keine Spuren am Skelett.
Die Kleidung des Mädchens gab einen Hinweis. Ein Hosenbein war um den Kopf gebunden, in ähnlicher Art, wie es bei dem Kind der Woodsons geschehen ist. Am 17. April 1978 wurde Joe Shepard des Mordes an Kathy Clowers angeklagt. Joe wartete auf seine Verhandlung wegen Doppelmordes im Gefängnis von Bradley County. Am 17. Juli 1978 wurde ein Wärter in die Nähe der Zelle von Joe gerufen. Was stimmt nicht mit dir, Junge? Der Wärter wurde in die Zelle gelockt von jemandem, der sich krank stellte. Was ist dein Problem? Nachdem sie den Wärter eingesperrt hatten, gingen die beiden Männer zu Joe Shepherds Zelle. Sie befreiten ihn und die drei Männer flohen aus dem Gefängnis. Nachdem die anderen beiden Entflohenen in der darauffolgenden Woche wieder gestellt wurden, blieb Joe Shepherd verschwunden. Ich bin mir sicher, dass Joe gefährlich ist für die Gesellschaft. Die Methodik, die er bei jedem Schritt anwendete, war die eines hochgradigen Kriminellen. Jemand, der keinerlei Schuld empfindet und es jederzeit wieder tun könnte. Wir wissen nur nicht, wodurch es ausgelöst wird. Ich würde gerne sehen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Ich würde gerne erleben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, aus persönlichen Gründen. Und aus Liebe zu meiner Enkeltochter. Aber auch für die Mütter, deren Töchter sich womöglich in Gefahr befinden. Es ist einfach schrecklich. Diese Bilder von Joe Allen Shepherd sind von 1978. Er ist ca. 1,82 Meter groß und wiegt um die 80 Kilo. Er hat braunes Haar und eine Narbe auf seinem linken Unterarm. Vielleicht arbeitet er als Automechaniker. Shepherd wurde vor kurzem in El Paso, Texas gesehen. Die Beamten vermuten, er könnte irgendwo in der Nähe der mexikanischen Grenze leben. Update. London, Ontario, Kanada. Die 10-jährige Suche nach Joe Shepherd ist beendet. Nach der Sendung von Unsolved Mysteries am 5. Oktober 1988 erhielten wir einen Anruf von einem Anwohner, der glaubte, der Mann namens Shepherd würde tatsächlich in London leben, unter dem Namen Joseph Tripp. Im Zuge unserer Ermittlungen konnten wir ihn zu unserer Zufriedenheit als Shepherd identifizieren. Er wurde verhaftet. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung lebte Shepherd in einem Sozialwohnungsbau in London, Ontario, zusammen mit seiner Ehefrau und ihren zwei Kindern. Es scheint offensichtlich, dass Shepherd schon wenige Tage nach seiner Flucht aus Bradley County bereits in London, Kanada, lebte. Joe Shepherd wurde in die USA ausgeliefert und wegen fahrlässiger Tötung an Kathy Clowers und des Mordes an Roxanne Woodson verurteilt. Shepherd starb hinter Gittern. Wiscasset, Maine. Ein ruhiger Bilderbuchort mit 3000 Einwohnern. Jedes Jahr kommen Urlauber hierher, um dem Alltag zu entfliehen. Aber für Gail Delano aus Wiscasset war dieses Urlaubsparadies ein Gefängnis. Sie schrieb darüber in ihrem Tagebuch. Maine bringt das Schlimmste in mir hervor. Ich sehe kein Ende für meine Einsamkeit. Sie scheint endlos weiterzugehen. Ich suche sogar verzweifelt nach jemandem, aber nichts scheint zu passen. Gail Delano war zweimal geschieden und die Mutter von zwei Teenagern. Sie suchte nach Begleitung in den Kleinanzeigen ihrer Lokalzeitung. In ihrer Anzeige beschreibt sie sich überschwänglich. Einzigartig weiblich. Attraktiv, schlank, intelligent, zärtlich, unabhängig, ein wenig verrückt und eine Nachteule. Mag Musik, Filme, Tanzen, Essen. Sucht nach entspanntem, intelligentem, verantwortungsvollen, nicht übergewichtigem Mann für eine wachsende Beziehung. Ich bin in Wiscasset. Wo bist du? Am 21. Juni 1986 fuhr Gail Delano allein in ein Restaurant in Brunswick, Maine, zu einem Blind Date. Gails Familie hat sie nie wieder gesehen.
Anders als der Ton in ihrer Anzeige war Gail Delano schüchtern und zurückhaltend. Für den Text dieser Anzeigen benötigte sie Mut und Hoffnung. Der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch war: Es wäre schön, ein Date für den Sommer zu haben. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück und finde jemanden. Gail suchte nicht nur nach Zweisamkeit, sondern auch nach einer Vaterfigur für ihre beiden Söhne. Durch ihre verzweifelte Suche nach Liebe wurde sie zum Gegenstand eines ungelösten Rätsels. Freitagabend, 20. Juni 1986. Gails Sohn erinnert sich, dass sie ein 2,5-stündiges Telefonat mit einem Mann namens John führte. Einem Mann, von dem er annahm, ihre Mutter hätte ihn durch ihre Kontaktanzeige kennengelernt. Mom, das sieht dir gar nicht ähnlich. Nun, ich habe heute gute Laune. Echt? Warum? John hat letzte Nacht angerufen. Am nächsten Morgen erzählte Gail ihren Söhnen, sie würde mit John im Howard Johnson in Brunswick einen Kaffee trinken. Und wenn es gut läuft, den Nachmittag mit ihm verbringen. Benehmt euch, okay, Jungs? An diesem Abend kam Gails 13-jähriger Sohn Ryan von einem Freund zurück nach Hause. Er bemerkte, dass seine Mutter nicht dort war. Ryan war nicht wirklich besorgt. Als Gail am nächsten Tag immer noch nicht nach Hause kam, benachrichtigte die Familie die Polizei. Es waren jetzt exakt 37 Stunden vergangen, seit Gail Delano das Haus verlassen hatte, um ihr Date zu treffen. Die Polizei suchte sofort auf dem Parkplatz des Howard Johnsons und sie fanden ihr Auto. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Anzeichen auf ein Verbrechen. Im Grunde war es eine erwachsene Frau, die ausgegangen ist und irgendwo eine Nacht verbracht hat. Soweit wir wussten, war es nicht ungewöhnlich für sie, die Nacht fortzubleiben. Es war aber ungewöhnlich für sie, nicht anzurufen. Wenn sie so lange wegblieb, stimmte da etwas nicht, weil sie immer sehr darauf bedacht war, dass ihre Kinder wussten, wo sie ist. Da sie so lange weg war, musste etwas nicht in Ordnung sein. Gails Familie musste bis Montagmorgen 11 Uhr warten, bis sie offiziell als vermisst galt. Erst dann konnte die Polizei ihr Auto durchsuchen. Als wir das Auto öffneten, suchten wir nach einer Notiz oder etwas, was erklären würde, wo sie sein könnte. Denn zu diesem Zeitpunkt vermuteten wir bereits, ihr Date könnte ihr etwas angetan haben. Ist da irgendwas? Nein, ist alles sauber. Wir haben ihr Auto untersucht und nichts gefunden. Normalerweise sagte sie mir immer, wie sie hießen und wo sie wohnten. Aber das haben wir diesmal wohl verpasst. Ich hatte am Nachmittag mit ihr gesprochen und sie sagte mir, sie hätte das Gefühl, sie gehe auf ein Date. Sie würde etwas Schönes machen und dieses Wochenende Spaß haben. Keine Ahnung, was passiert ist. Zwei Stunden, nachdem die Polizei das Auto von Gail abholte, machte einer der Küchenhilfen eine überraschende Entdeckung. Der Manager rief bei der Polizeidienststelle in Brunswick an, um zu melden, dass einer der Küchenhelfer einen Schlüsselbund gefunden hatte. Dort, wo zuvor das Auto von Gail Delano geparkt war. Und als der Polizist mir dann die Schlüssel gab und fragte, sind das die Schlüssel von Gail? Antwortete ich, sie müssen sie schon fast umbringen, um die von ihr zu bekommen. Und da wurde es mir bewusst. Und ich sagte, du musst mein Baby finden. Wo ist sie? Wo ist sie? Zwei Wochen später machte ein 9-jähriger Junge gegenüber von Howard Johnsons eine weitere überraschende Entdeckung. Gails Handtasche. Als ihre Handtasche am Parkplatz gefunden wurde, verstärkte das die Befürchtung, es würde sich hier um ein Verbrechen handeln. Ich war tief betrübt, als ich von der Handtasche erfuhr. Die hätte sie nicht mal losgelassen, wenn sie schon eins über den Schädel bekommen hätte oder weggeschleppt worden wäre. Mal sehen, ob wir da etwas finden, was uns weiterhelfen könnte. Die Handtasche war sehr aufgeräumt, alles ordentlich. Und zwar vom ersten Moment an klar, dass sie niemand nach Geld oder dergleichen durchwühlt hatte. Seltsam war, obwohl sie unberührt aussah, dass kein Geld darin war. Sogar der Notfall-5-Dollar-Schein von Gail fehlte aus dem Geheimfach. Mit Hilfe eines Terminkalenders konnten Detective Mallett und Detective Branford eine Liste mit 24 Männern erstellen, die mit Gail im letzten Jahr ein Date gehabt haben könnten.
Hier steht John. Einer von ihnen war ein Mann namens John aus Old Orchard Beach. Dieser Mann schwor, er wäre nie mit Gail auf einem Date gewesen. Er sagte, das einzige Mal, wo sie miteinander telefoniert hätten, wäre Monate vor ihrem Verschwinden gewesen. Nicht wirklich, es ist nicht dazu gekommen. Er hatte ein absolut solides Alibi für den Tag, als Gail verschwand. So wie alle, die die Polizei befragte. Du bist der Nächste. Die Ermittler waren total perplex. Gail hatte detaillierte Notizen zu den Männern, die auf ihre Anzeige antworteten, aber es gab keine Notizen über einen Mann namens John. Wer hatte Gail angerufen und mit ihr 2,5 Stunden gesprochen, am Abend, bevor sie verschwand? Warum wurden ihre Schlüssel an exakt dem Punkt gefunden, wo ihr Auto geparkt war? Warum wurde Gails Handtasche gegenüber vom Restaurant gefunden, anscheinend unberührt, aber ohne Geld drin? Wurden die Schlüssel und die Tasche dahin geworfen, wo sie lagen? Von jemandem, der Gail angegriffen hatte? Oder ist es möglich, dass Gail die Schlüssel und die Handtasche dort selbst platzierte? Es ist 2.35 Uhr. Eine neue Theorie über das Verschwinden von Gail kam auf, als die Ermittler einen lokalen Late-Night-Disc-Jockey befragten. Ich arbeitete in der Nachtschicht in diesem Radiosender und Gail rief manchmal nachts um 1 Uhr an, nur um zu reden, generell über ihre Lebenserfahrungen. Und dann fragte Gail mich endlich, ob ich mich mit ihr treffen würde. Gail schien immer sehr, sehr traurig oder depressiv, fast schon antriebslos zu sein. Man hatte ständig das Gefühl, dass Gail im nächsten Moment aufgeben würde, aufhören würde zu existieren, sich buchstäblich auf dem Sofa in nichts auflöst. Über Jahre litt Gail an Depressionen und bekam dagegen Medikamente. Diverse Male dachte sie daran, Selbstmord zu begehen. Sie sprach darüber auch mit ihrer Schwester. Gails Familie dachte auch daran, ob Gails Verschwinden nicht ein Selbstmord gewesen sein könnte. Ich denke nicht, dass Gail sich das Leben nahm. Ich glaube nicht daran, dass sie gegangen wäre und uns mit diesem Schmerz zurückgelassen hätte. Und wenn sie irgendwo da draußen ist, denke ich, dass sie definitiv nicht weiß, wer sie ist. Das wäre natürlich unser Wunschszenario. Sie ist irgendwo da draußen und wir können sie finden. Mit der Hilfe von Lastwagenfahrern verbreitete die Familie ihr Vermisst-Poster im gesamten Osten der USA. Über ein Jahr nachdem Gail verschwand, entdeckte ein Trucker ihr Vermisst-Poster an einer Raststätte in Georgia. Am Freitag, den 14. August 1987, erhielt ich abends einen Anruf von einem Mann namens John Scott aus Swansea, South Carolina. Zuvor am gleichen Tag hatte er den vermissten Flyer von Gail Delano gesehen. Er erkannte die Frau als die, die er einige Monate zuvor mitgenommen hatte. Ich war so um die 24 Stunden mit ihr unterwegs. Sie hat nicht viel geredet, aber sie hatte diesen starken Akzent aus dem Norden. Man konnte merken, dass sie aus dem Norden kam. Sie war eine eher elitäre Art von Frau. Normalerweise, wenn man diese typischen Tramperinnen mitnimmt, ich würde sie Gaststättenköniginnen nennen, kümmert man sich nicht darum, wie sie sich kleiden. Sie wissen schon, wie die ticken. Diese Frau war ordentlich gekleidet. Man konnte sehen, sie war anders als die gewöhnlichen. Sie wissen, wovon ich rede. Du kannst nicht auf der Straße reisen, ohne Geld zu haben, also nimm diese $20. Ich fragte ihn, ob ihm etwas an ihr auffiel, ob sie Medikamente nahm oder etwas in der Art. Ihm sind ein paar Pillendosen aufgefallen, aber er wusste nicht, was darin war. Meine nächste Frage an ihn war, wie sicher er sich wäre, dass es sich in der Tat um Gail Delano handelte. Ich würde Geld darauf wetten, dass sie es war. Die Geschichte des LKW-Fahrers deutete auf eine andere Möglichkeit hin. Könnte Gail ihr eigenes Verschwinden aus dem Restaurant selbst inszeniert haben? Gail könnte ihren Kindern erzählt haben, sie würde sich in einem Restaurant mit einem Gentleman namens John treffen. Gail hätte leicht zum Restaurant fahren können, das Auto dort geparkt haben, entweder die Schlüssel unter dem Auto versteckt oder einfach nur darunter geworfen haben. Um die eigene Identität aufzugeben, entledigte sie sich ihrer Tasche und verließ das Restaurant zusammen mit jemand anderem. Vielleicht sogar einem Trucker auf Durchreise. Die Gail Delano, die ich kannte, hatte sowas nicht drauf.
Sie war nicht mutig genug oder selbstsicher genug, einfach zu packen und in einen anderen Teil des Landes zu ziehen, ohne jemandem zu sagen, was sie vorhatte. Man konnte Gail Delano nicht einmal dazu bringen, eine Sonntagsfahrt zu machen, ins Restaurant oder Eis essen zu gehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Gail Delano einfach so in ein Auto steigt, um zur anderen Seite des Landes zu fahren. Sie hätte auch einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen können, zur Hölle mit allem und einfach abhauen. Aber wir befürchten, dass sie umherirrt und möglicherweise nicht weiß, wer sie ist und dass sie unsere Hilfe benötigt. Sie soll wissen, dass wenn es ihr gut geht, und ich bete dafür, dass es ihr gut geht, dass sie nicht nach Hause kommen muss. Sie muss uns auch gar nicht anrufen. Wenn sie uns nur wissen lassen könnte, dass sie am Leben ist, sodass wir auch unseren Frieden finden können. Gails Eltern sind nicht näher an der Wahrheit, als sie es am Tag des Verschwindens ihrer Tochter waren. War sie Opfer eines Verbrechens geworden? Oder wandert sie umher, ohne sich ihrer eigenen Identität bewusst zu sein? Oder könnte ihr Blind Date John lediglich ein aufwendiger Trick gewesen sein, den Gail erfunden hatte, um ihr eigenes Verschwinden zu verschleiern? Das Einzige, was ich möchte, ist, einen Mann zu finden, mit dem ich das Leben teile. Ich weiß, ich bin einsam. Es ist ermüdend, alles alleine zu machen. Die Zeit wird mir ein großer Feind. Zu sagen, sie verrinnt langsam, ist ein Witz. Für mich scheint sie stillzustehen. Update. Mobile, Alabama. Die zweijährige Suche nach Gail Delano hat ein Ende gefunden. Tragischerweise hatte sie sich selbst kurz nach ihrem Verschwinden das Leben genommen. Ein Forensikexperte aus Mobile hatte unser Programm gesehen und erkannte Gails Foto als eine Frau, die dort 1986 in einem Hotelzimmer verstarb. Als ich das Foto sah, erkannte ich sofort die Ähnlichkeit zwischen Miss Delano und einer unbekannten Leiche in unserem Labor in Mobile. Nach zweiwöchigen Labortests gab es eine positive Identifizierung. Die neue Theorie der Polizei lautet, Gail Delano orchestrierte ihr eigenes Verschwinden. Nachdem sie zum Restaurant fuhr, versteckte sie die Schlüssel beim Auto, nahm das Geld aus der Tasche und versteckte diese und flog dann nach Alabama. Am Abend checkte sie dort in ein Hotel unter dem Namen Jackie Stafford ein. 3 Tage später fand die Polizei ihre Leiche. Sie starb an einer Überdosis. Am 11. November hielt ihre Familie einen Trauergottesdienst für Gail in Brunswick, Maine ab. Gails Familie zeigte bemerkenswerten Mut, als sie 2 lange Jahre nach der Wahrheit suchte. Ihr Verlust ist für uns alle traurig und unsere Gedanken sind bei ihren Eltern und Söhnen. Für jedes Rätsel gibt es irgendwo irgendjemanden, der die Wahrheit kennt. Vielleicht sieht derjenige gerade zu. Vielleicht sind Sie es. Wenn Sie Informationen zu diesen Unsolved Mysteries-Fällen haben, gehen Sie auf www.unsolved.com.